Mir im Studio jetzt unser Militärexperte Guido Schmidtke. Guido, wie sieht denn die militärische Lage in der Ukraine aktuell aus? Aktuell toben vor allem sehr schwere Gefechte im Osten der Ukraine, im Donbass, an der Frontlinie dort. Das können wir uns vielleicht mal auf der Karte anschauen. Also hier vor allem entlang des Donbass, der Frontlinie dort, ganz schwere Gefechte. Und da gibt inzwischen auch der ukrainische Generalstab zu, dass dort die Russen Gebietsgewinne gemacht haben, gerade bei Kramatorsk. Aber auf der anderen Seite die Ukraine auch immer die Nadelstiche setzen, denn auf der einen Seite hat man in Bjelgorod auf dem russischen Staatsgebiet und auch in Irmino, das ist in den Separatistengebieten, offenbar Munitionsdepots der Separatisten und der russischen Armee zerstören können von Seiten der ukrainischen Streitkräfte. Dann Mariupol, dort immer noch das Leiden geht weiter für die Zivilisten und die Soldaten, die dort das Stahlwerk verteidigen. Und aktuell haben wir Informationen, dass dort praktisch Freifallbomben von den russischen Streitkräften abgeworfen werden. Das bedeutet, dass man praktisch das Stahlwerk, man muss es so knallhart sagen, platt machen möchte mit einfachen, dummen Bomben, die das gesamte Gebiet und die gesamte Anlage dort zerstören. Gucken wir mal ein bisschen weiter im Süden, Richtung Westen, Cherson in Mykolaiv. Auch dort sieht es so aus, als ob die russischen Streitkräfte Cherson sehr gut inzwischen verteidigt haben und einen Gegenangriff haben abwehren können und man sich da wahrscheinlich darauf vorbereitet, auf Mykolaiv denn stärker vorzurücken und versuchen wird, Mykolaiv einzunehmen. Und dann gibt es ja auch die relativ, sagen wir mal, unbestätigten Informationen aus Transnistrien. Dort die Anschläge, wo die Russen sagen, dass das Moldawier gewesen sein sollen oder Ukrainer. Auf der anderen Seite sagen die Ukrainer, dass wir überhaupt keine Aggressionen dort haben. Und die Russen drohen praktisch, dass die Soldaten, die sich dort befinden, man spricht so von 1500, dass die möglicherweise dann eingesetzt werden können. Man geht ja von der Ukraine sowieso davon aus, dass möglicherweise die Soldaten, die dort stationiert sind, sollte man von der russischen Seite aus in Mykolaiv vorankommen, dass die dann auch eingreifen werden, um Odessa einzunehmen, um dann komplett das Schwarze Meer, ja, sozusagen abzuschneiden vom Rest der Ukraine. Es gibt ja verschiedene Berichte darüber, wie erfolgreich die Offensive der Russen im Osten abläuft. Russland meldet immer wieder Erfolge. Die Ukraine dementiert das teilweise. Wie stellt sich die Situation denn aktuell im Donbass dar? Also was wir auf jeden Fall sehen, das ist ein absoluter Abnutzungskrieg, der momentan stattfindet. Und wir hören natürlich immer die großen Verluste und die großen Materialverluste der Russen, die wir in der Regel immer bekommen. Aber wir sollten auch nicht vergessen, auch die ukrainischen Streitkräfte werden da sehr, sehr viel Material und Soldaten verlieren. Und es steht da meiner Meinung nach gerade spitz auf Knopf in diesem Bereich. Denn das kriegen wir auch politisch mit. Präsident Putin und die Russen sind extrem angefressen, was die Waffenlieferungen aus dem Westen anbelangt, weil man praktisch ohnmächtig und hilflos ist, diese Waffenlieferungen zu unterbinden. Und deshalb auch die ganzen Drohungen, dass man jetzt diese Waffenlieferungen angreifen wird, auch die Drohung, dass man möglicherweise Nuklearwaffen einsetzt. Das ist meiner Meinung nach der Grund dafür, weil man sieht, dieser Waffennachschub, den können wir einfach nicht unterbrechen. Auf der anderen Seite die ukrainischen Truppen, die dort kämpfen, die immer bedroht sind, dass sie hier eingeschlossen werden von den russischen Streitkräften und dann abgeriegelt werden praktisch vom restlichen Westen der Ukraine und dann keinen Nachschub mehr bekommen, sind dringend darauf angewiesen, diese Nachschublieferungen zu bekommen. Weil jeden Tag werden dort auch auf ukrainischer Seite zahlreiche Systeme zerstört von den Russen. Man braucht Unmengen von Munition, um diesen Kampf aufrecht zu erhalten. Und deshalb auch diese flehenden Bitten an den Westen, dass die schweren Waffen kommen. Denn wenn man dort keine weitere Nachschublieferung bekommen, dann wird man nicht sehr lange diesen Angriff der Russen aufhalten können. Also momentan meiner Meinung nach ist das jetzt eine ganz spezielle Situation und in den nächsten Tagen wird sich entscheiden, wie es da im Osten weitergeht. Und du wirst uns darüber berichten. Dankeschön, Guido.